trinkt nicht so viel. Was soll ich denn sonst tun? Mir helfen vielleicht. Ich will hier nicht raus. Glaubst du ich? Ja, komm, komm, sag schon, was habe ich falsch gemacht? Komm, sag, sag, ich höre. Kannst du vielleicht einmal aufhören, dich selbst zu bemitleiden? Du wolltest dieses Haus. Ach ja, und du nicht, ja? Nein, hä? Wer geht denn da jetzt noch weg? Deine Tochter, wenn du es genau wissen willst. Wo geht denn die jetzt noch hin? Das weiß ich doch nicht. Sag mal, du könntest mir vielleicht auch mal hier helfen, ja? Ich will hier nicht ausziehen. Glaubt ihr vielleicht, ich will hier ausziehen? Ich habe gehört, ihr müsst bis abends raus sein, also im Haus. Ja. Wer macht denn sowas? Die Bank. Und dann arbeitest du noch hier? Ich bin froh, dass ich Arbeit habe. Auf Wiedersehen. Wo geht ihr denn hin? Die ersten 3 Wochen erstmal in eine kleine Pension. Und dann? Sag mir, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Danke. Wiedersehen. Danke schön. Wir schauen dir. Guten Tag. Wer geht denn heute zur Versteigerung? Du. Ganz sicher nicht. Warum fragst du denn überhaupt? Was wolltest du denn hören? Ich wollte hören, ob du alles getan hast, um es zu verhindern. Hab ich. Aber die Zentrale sagt eindeutig nein. Und das Einkommen von Conny reicht denen nicht? Was willst du denn da abfänden? Ist was? Du warst früher mal anders. Du auch. Das sind ehemalige Arbeitskollegen von Johann. Vielleicht sollten wir da mithelfen. Die schämen sich doch so schon genug, die Familie. Es gibt da zu glotzen. Thank you.
das denn verdient? Das mache ich doch fast immer. Darf ich den denn vielleicht doch mal wegräumen? Nein. So kriege ich kein Kind mehr, begreifst du das nicht? Ein Kind mit einer anderen Frau machen. Reichlich Mühe gibst du dir ja, wenn ich mich nicht irre. Würdest du bitte damit aufhören? Ich bin doch nicht blöd. Also gut. Ich nehme mir 6 Wochen frei und wir fahren in diese Klinik nach England. Möchtest du das? Nein. Was willst du dann? Ich möchte, dass du mich liebst. Und ich liebe dich nicht. Nein. Nicht seit... Nicht so. Wann hast du das letzte Mal mit mir geschlafen? Guten Tag, die Dame. Zum Objekt ist Folgendes zu sagen. Die Gesamtfläche des Grundstücks beträgt 822 Quadratmeter. Und davon haben wir 220 Quadratmeter im Bau. Sie denn noch hier? Ach ja, habe auf Sie gewartet. Haben wir noch irgendwas zu besprechen? Conny, der Kurier kommt heute um 15 Uhr. Gut. Zack. Guten Tag, Conny. Sie können Ihrem Vater sagen, dass ich ihn angezeigt habe. Ich hab den Ball ein bisschen hingehört.
Komm. Hallo? Ja, die ist hier. Vera, du sollst sofort nach Hause kommen. Dein Mann ist erschossen worden. Haben Sie schon gehört? Was soll ich denn gehört haben? Ihren Chef haben Sie umgebracht. Furchtbar. Ich hab dich schon kommen hören. Was ist denn los? Just Fuhrmann ist erschossen worden. Dann hat das ja jetzt ein Ende. Oh, ihr müsst hier bitte sehr aufpassen. Tja, drei Schuss aus nächster Nähe. Fast aufgesetzt. Zwei von den Projektilen haben wir, die sind wieder ausgetreten. Entschuldigung. Frau Fuhrmann ist im Schlafzimmer. Ich habe ihr eine Beruhigungsspritze gegeben. Der war Leiter einer Bankfiliale. Ja, wahrscheinlich schon länger hier. Hey. Konnten Sie denn irgendwas beobachten? Haben Sie was gehört? Schüsse? Sie wissen, da drin ist jemand erschossen worden. Sie? Ja. Und warum sind Sie hier? Entschuldigung. Mein Name ist Chris, ich leite die Untersuchung. Ich möchte Ihnen meinen Beileid aussprechen. Sie waren nicht zu Hause. Wie haben Sie denn erfahren, was passiert ist? Eine Freundin. Eine Freundin erhielt einen Anruf.
Wir waren beim Kegeln. Können Sie mir das Pflaster im Gesicht Ihres Mannes erklären? Ich war schon weg, als er kam. Haben Sie denn eine Ahnung, eine Vorstellung von dem, was passiert sein könnte? Ja. Entschuldigung, Leo, ich bin fertig, ich verschwinde. Oder brauchen Sie mich noch, Frau Fuhrmann? Nein. Haben Sie Kinder? Nein. Wir hatten einen kleinen Sohn. Der ist tot. Ich hatte einen Autounfall. Wollen Sie nicht fragen, wer schuld war? Sie? Ja, ich bin schon noch da. Na klar komme ich morgen. Was heißt trotzdem? Du spinnst. Es scheint doch sowas wie Gerechtigkeit zu geben. Jost Fuhrmann ist erschossen worden. Der Chef ist ermordet worden. Danke. Hast du das Bild fertig? Hier sind die beiden Geschosse. Der hat gerade eine Partie Schach gegen seinen Computer gespielt. Also der Fuhrmann hatte eine Zwangsversteigerung angesetzt von einem Einfamilienhaus. Und dabei ist er von dem Hausbesitzer verprügelt worden. Der Fuhrmann hat ihn angezeigt. Das haben uns die Kollegen auf dem Präsidium erzählt. Wie heißt denn der Mann? Er heißt Johann Bartusch, hatte eine kleine Elektrofirma, aber mit der ist er pleite gegangen. Tja, Schachmann. Herr Wiedmann? Und wo ist der jetzt? Das versuchen die Kollegen vom Revier gerade rauszukriegen. Und das war's dann? Oh, das war's anscheinend noch nicht. Das hier haben wir hinter dem Haus gefunden, circa 100 Meter von hier, auf einem freien Feld. Vielen Dank. Tja, ich würde sagen, ich kümmere mich mal darum. Das ist ja makaber. Willst du nicht rangehen? Nein. Ich werde wohl die Nachfolge von Jost Fuhrmann übernehmen. Na, das passt ja. Du wolltest doch immer Karriere machen. Nur eure Affäre ist zwangsläufig zu Ende. Tja, man kann nicht alles haben. Dein Cappuccino wird kalt.
Morgen. Na endlich, das ist Herr Bartusch. Herr Kress. Herr Bartusch. Um was geht's denn? Ja, wer soll ich denn das wissen? Sie wollen doch was von mir. Sie glauben wahrscheinlich, ich hab den Arsch umgebracht. Na, jedenfalls haben Sie ihn niedergeschlagen. Ja, würde ich sofort wieder tun. Sofort. Ich glaube nicht, dass Sie sich mit so einem Satz einen Gefallen tun. Wo waren Sie gestern Abend? Ja, wo waren Sie gestern Abend? Also, erinnern kann ich mich an drei Kneipen. Treff bei Gero. Sportgaststätte. Und das Nirvana kam in Rudis Bierstüberl. Das Nirvana. Dort hing die Maske. Ja. Ich bin selber im Verein. Danke. Riedmann hier. Wenn ihr bei Fuhrmann fertig seid, bräuchte ich euch mal dringend hier. In der alten Brennerei, genau. Ich warte da. Gut, bis gleich. Die Spurensicherung kommt. Ein Mord wäre eine ziemliche Katastrophe für hier. Das glaube ich. Ich wollte mein Beileid aussprechen. Als du kleiner warst, hast du mich geduzt. Kommst du noch mit rein? Ich gehe jetzt lieber wieder. Es tut mir leid. Angestellt aus der Bank. Wie geht's Ihnen denn heute, Frau Fuhrmann? Keine Ahnung. Es fühlt sich so leer an. Ich habe die Tasche und die Jacke aus dem Auto meines Mannes geholt. Aber die Jacke gehört mir gar nicht. Ich bin sicher, Sie haben inzwischen einiges über meinen Mann in Erfahrung gebracht. Ja, das haben wir. Er war ein Frauenheld. Sie gehen also davon aus, dass eine Frau ihren Mann getötet haben könnte? Wovon soll ich sonst ausgehen? Es gibt ja auch noch andere Motive. Eine Zwangsversteigerung zum Beispiel. Das gab's bei ihm öfter. Und Sie? Waren Sie nicht eifersüchtig? Genau. Das wäre natürlich auch ein Motiv. Ja. Nehmen Sie dieses Ja vielleicht zurück? Nein. Ich habe mit dem Tod unseres kleinen Sohnes vor 4,5 Jahren jedes Recht auf ein normales Leben verspielt. Schuld ist das Einzige, was mir geblieben ist. Wir haben heute geschlossen. Ja, tut mir leid.
Ich habe den anderen freigegeben. Ja? Ich wollte mit dir sprechen. Hast du eigentlich auch was mit ihm gehabt? Jetzt kannst du es mir ja sagen. Ich habe nichts mit Herrn Fuhrmann gehabt. Ich habe einen Freund. Ich habe einen Mann. Kann ich gehen? Bitte? Ach, Conny. In dem Wagen von Herrn Fuhrmann lag eine Jacke. Deine Jeansjacke. Ich habe mir schon gedacht, dass Sie kommen. Wie viele Leute arbeiten hier? 5. Aber kommen Sie doch bitte weiter. Sie sind die Nachfolgerin von Herrn Fuhrmann, wenn ich das richtig sehe. Das hat man Ihnen sicher schon gesteckt. Aber setzen Sie sich doch bitte. Danke. Und? Was hat man Ihnen noch über mich erzählt? Dass Sie die Geliebte von Herrn Fuhrmann waren. Ja, so wie wir hier miteinander leben, kann ich es ja gar nicht leugnen. Aber? Nun, sagen wir so, die Affäre ging in verschiedenen Zeitabschnitten. Verstehe ich nicht. Er war ein Jäger. Das war der Motor seines Lebens. Wie konnten Sie denn damit umgehen? Ich habe Ihnen hier aufgeschrieben, wo ich gestern Abend war, damit Sie nicht auf dumme Gedanken kommen. In einem Fitnesscenter in der Innenstadt. Und Ihr Mann, wie findet der das? Das müssen Sie ihn schon selber fragen. Ich bin's. Conny. Hannes hat dich um deinen Vater gesucht. Und? Wo ist er? Keine Ahnung. Wir müssen den finden. Der redet sich sonst noch um Kopf und Kragen. Du, ich sag's dir, du. Der ganze Mord bleibt an uns hängen. An uns? Naja, an mir, an Papa, an dir, an Hannes. Die werden uns Löcher in den Bauch fragen. Wo warst du zum Beispiel gestern Abend? Ich war ganz alleine hier. Papa ist im Krankenhaus. Ist angefahren worden. Die haben mich eben auf dem Handy angerufen. Er ist richtig in den Wagen reingelaufen. Der Fahrer sagt, es sah fast so aus, als wollte er Selbstmord begehen. Ist er denn jetzt halbwegs nüchtern? Es geht so. Und? So schlimm, wie es am Anfang ausgesehen hat, ist es nicht. Das ist Hauptkommissar Kress. Guten Tag. Kann ich mit Herrn Bartosch reden? Ja, so 10 Minuten. Ich möchte aber bitte allein mit ihm sprechen. Tja, so schnell kann's gehen. Herr Bartosch, der Fahrer des Wagens, sagt, für ihn sah es so aus, als wollten Sie sich das Leben nehmen. Ist das so falsch? Nein. Ja, was soll denn das? Mann, Sie haben doch Familie. Ich hab doch sowieso alles falsch gemacht. Nicht mal meinen Selbstmord kriege ich hin. Schade, ne? Schade. Wäre ein wunderbares Geständnis gewesen. Wir sind auch ohne Ihren Selbstmordversuch nahe genug dran, Sie als Täter zu sehen. Also verhaften Sie mich. Und keine der 3 Kneipen, wie Sie uns genannt haben, will sich darauf festlegen, dass Sie zur Tatzeit dort waren. Na los, 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 worauf warten Sie noch? Herr Bartosch. Widerstand gegen die Staatsgewalt, Fahrerflucht, Körperverletzung und so weiter. Nicht schlecht. Und was wollen Sie daraus ableiten? Das wird sich zeigen.
Nicht, dass Sie auf die Idee kommen, ich hätte Jost Fuhrmann umgebracht. So groß ist die Liebe zu meiner Frau nun auch wieder nicht. Wie groß ist sie denn? Ich habe meine Frau ein paar Mal geschlagen, wegen ihrer Affäre mit ihrem Chef. Aha. Hatte Ihre Frau Sie nicht angezeigt? Nein. Also, um was geht's hier? Wo waren Sie gestern Abend zwischen 21 und 22 Uhr? In der Nähe unserer Wohnung im Sonnenstudio. Da helfe ich manchmal aus. War's das? Ja, das war's erst mal. Was machen Sie eigentlich sonst? Ich war bis vor einem Monat Trainer in einem Kampfsportclub. Hallo. Da ist er drin. Danke. Ich habe Bartosch festgenommen. Wir brauchen eine ständige Wache hier. Wir haben Werner Vorwerk aufs Präsidium bestellt. Ich werde morgen früh mit Bartosch ein Protokoll machen. Vielleicht gibt's ja ein Geständnis. Ja, werden wir sehen. Du glaubst ihm nicht ganz, oder? Nee, der fühlt sich von allen getreten. Der ist nur noch auf Selbstzerstörung aus. Aber der Tod von Fuhrmann könnte seinem Leben einen neuen Sinn geben. Wir sollten uns mal die Familie angucken. Ja. Übrigens, die Maske ist im Labor. Weißt du, wer die letzten Fasching getragen hat? Nee. Jost Fuhrmann, höchstpersönlich. Unser Mordfall bekommt allmählich mystische Dimensionen. Das Alibi von Werner Vorwerk ist genauso miserabel wie das von Johann Bartosch. Wir haben im Sonnenstudio gefragt, aber keiner will die Hand für Vorwerk ins Feuer legen. Aber von Bartosch kriegen wir vielleicht ein Geständnis. Möglicherweise kannst du es. Ist ja wieder alles vom Feinsten. Fahrt mal los und überprüft das Alibi von Frau Fuhrmann. Die auch? Sie hat kein Hehl daraus gemacht, dass ihre Ehe kaputt war. Da könnt ihr heute Abend auch noch hin. Ein Fitnesscenter. Frau Vorwerk wird zur Tatzeit dort gewesen sein. Hier hat er gelegen. Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Sag doch du, wie früher. Wie geht's denn deinem Vater?
steht ein Polizist vor seinem Zimmer. Und glaubst du, dass er... Ich weiß nicht. Setz dich. Ich habe Tee gemacht und ein bisschen was zu essen. Ist das deine Jacke? Hast du mit ihm geschlafen? Ja. Fandst du ihn so toll? Ich bin dir nicht böse. Spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Ich habe mit ihm geschlafen, weil er mir versprochen hat, die Versteigerung zu verhindern. Ich möchte jetzt gehen. Keine von uns kann wollen, dass Vera Fuhrmann überhaupt erst in den Verdacht kommt, auch nur irgendetwas mit dem Mord an ihrem Mann zu tun zu haben. Mhm. Kannst du dir denn das vorstellen? Darum geht's doch gar nicht. Aber sie war doch gar nicht weg. Sie war doch auf der Toilette. Ja, aber doch nicht 20 Minuten. Ja. Wieso 20 Minuten? Hast du auf die Uhr gesehen? Oh, genau das wollte ich vermeiden. Ja. Ach, da haben wir die Damen ja alle zusammen. Wir werden sie jetzt einzeln befragen und das machen wir gleich hier. Herr Heimann, Herr Richter, mein Name ist Riedmann. 50, 100, dass so etwas bei uns passiert, das hätte ich nie gedacht. Ja, schrecklich. Wiedersehen. 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 Na, du traust dich was. Die Jacke hat dir die Frau Fuhrmann gegeben. Was wollen Sie denn? Du hast mit ihm geschlafen, um euer Haus zu retten. Stimmt's? Und wenn? Und wie hast du dich danach gefühlt, als alles umsonst war? Gedemütigt? Missbraucht? Traurig? Was geht denn Sie das an? Es ist nicht schade um ihn. Ich habe ihn nicht umgebracht. Die Anschrift? Hab keine Anschrift mehr. Dann nehmen Sie die Adresse, wo Ihre Familie jetzt ist. Pension Fiedler, Adresse weiß ich nicht. Ja, fangen wir mal so an. Haben Sie eine Waffe? Herr Bartosch? Nein. Wollen Sie einen Rechtsanwalt? 100-mal habe ich dieses Schwein umgebracht, 100-mal. Und als ich es hätte tun müssen. Naja, ich habe ja nie was auf die Reihe gekriegt. Einen Menschen töten ist das Schwerste. Mit so viel Wut im Bauch ist das ein Klacks. Ja, hören Sie, ein Klacks. Ja. Und jetzt? Ja, jetzt wird's ernst. Die drei Kneipen zusammen ergeben für die Tatzeit kein Alibi für Sie. Ein Geständnis würde uns helfen. Und Ihnen auch. Herr Bartosch.
Guten Tag, Kripo München. Wir sind angemeldet bei Frau Vorwerk. Zwei Herren für Sie. Wollen Sie kontrollieren, ob ich meiner Arbeit nachgehe? Im Fitnesscenter ist man sich nicht ganz einig, wann Sie weggefahren sind. Und Ihr Mann hat ausgesagt, dass Sie nicht vor 22 Uhr nach Hause gekommen sind. Und was kann man daraus schließen? Dass Sie genug Zeit hatten. Und in dieser Zeit habe ich mir eine Maske besorgt und Just Fuhrmann erschossen? Maske? Wir haben hier keine Geheimnisse. Ach so. Dann können Sie mir ja gleich sagen, wer Just Fuhrmann erschossen hat. Ich jedenfalls nicht. Warum sollte ich auch? Weil er Sie als Liebhaber immer wieder getäuscht hat. Den Job haben Sie jetzt auch? Ach, und Sie meinen, das reicht? Menschen töten schon wegen sehr viel weniger. Frau Vorwerk, wir möchten Sie gern morgen früh bei uns im Präsidium sehen. Ach, ist das eine Vorladung? Ja, das ist eine. Und wir werden ein Protokoll mit Ihnen machen. Dann werde ich wohl mit meinem Anwalt kommen. Das ist Ihr gutes Recht. Wir finden allein uns. Hast du bei Conny Bartusch die blaue Jeansjacke gesehen? Klar, habe ich die gesehen. Das ist die Jacke aus dem Wagen Fuhrmann. Jetzt setz dich doch, ich kann schlecht so mit dir reden. Sie haben jede von uns einzeln befragt. Und? Man redet schon. Es ist furchtbar. Ich habe das Gefühl, dass sie glauben, dass du etwas mit dem Mord an deinem Mann zu tun hast. Würde ich auch denken. Und du möchtest jetzt wissen, ob ich ihn erschossen habe? Nein, das möchte ich nicht. Ich weiß nicht genau, wann ich wieder da bin. Die haben mich aufs Präsidium bestellt. Schließt du Johann Bartusch aus dem Kreis der Verdächtigen aus? Na, wie komme ich denn dazu? Im Gegenteil. Sein Selbstmordversuch hat schon was zu bedeuten. Und die Familie? Ich meine, da sind noch drei. Also dem Werner Vorwerk traue ich den Mord schon zu, vom Habitus her. Aber ich sehe das Motiv nicht. Frau Vorwerk kriegst du morgen. An der kannst du dir die Zähne ausbeißen. Ja. Guten Tag, kommen Sie rein. Das ist Hauptkommissar Kress, meine Kollegen Heimann und Riedmann. Mein Name ist Richter. Guten Tag, Sie sind die Tochter? Ja. Bitte nehmen Sie Platz. Ich möchte lieber stehen. Müssen die alle hier sein? Warum denn nicht? Die gehören doch dazu. Weil ich weiß, warum Sie mich herbestellt haben. Wir haben noch zu tun. Ja. Wollen Sie sich jetzt setzen? Also, was wollen wir von Ihnen wissen? Ob ich die Geliebte von Herrn Fuhrmann war. Und, waren Sie das? Nein. Wie kommt aber dann Ihre Jacke in Fuhrmanns Wagen? Ich denke, das hat sich längst rumgesprochen. Nicht bis zu uns. Ich habe versucht, die Versteigerung von unserem Haus zu verhindern. Und darum haben Sie mit ihm geschlafen? Was denn sonst? Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich bis zum Hals in Schmutz und Dreck stecke. Mit wem haben Sie darüber gesprochen? Meinem Vater. Was meinen Sie, warum er versucht hat, sich umzubringen? Haben Sie jemals bei Ihrem Vater eine Waffe gesehen? Was fragen Sie? Als Fuhrmann Ihren Vater zur Versteigerung des Hauses gezwungen hat, hat der ihn verprügelt. Was glauben Sie denn, wie seine Reaktion auf Ihr Geständnis war? Also? Muss ich auf die Frage antworten?
Wenn Sie sich damit selber belasten? Nein. Oh je. Wo fängt man hier an? Oh, am besten, wir lassen das alles Riedmann machen. Wer hat Sie denn hier eingelassen? Das war wohl Ihre Frau. Kriminalpolizei. Ach, und so einfach geht das? So einfach nicht. Wir haben natürlich einen Durchsuchungsbeschluss. Ach. Der Bartusch hat bei mir ein Jahr Mietschulden. Zum Schluss hat er fast nur noch getrunken. Wann war er das letzte Mal da? Wir sind nicht immer hier, meine Frau und ich. Die Waffe, mit der Fuhrmann erschossen worden ist, die brauchen Sie hier nicht zu suchen. Wissen Sie, der Jost Fuhrmann, der hat nichts getaugt. Das war ein Dreckskerl. Ein Weiberheld. Um den war es nicht schade. Na? Hallo. Also die Stecknadel im Heuhaufen ist ja nichts dagegen. Ihr kriegt gleich Verstärkung. Und? Ja, sie hat ihrem Vater gebeichtet, dass sie mit Fuhrmann geschlafen hat, um der Familie das Haus zu retten. Ach, noch ein Grund, auf Fuhrmann loszugehen. Na ja. Und wie war es beim Verhör? Ich möchte nicht drüber reden. Und was möchtest du dann? Ich hätte gern ein paar Tage frei. Ich muss mich um meine Familie kümmern. Eine Woche? Ja, danke. Verdächtigen Sie dich jetzt auch? Ja. Stimmt. Gehst du allein rein? Nee, diesmal kommt ihr mit. Wir werden schon erwartet. Ich will nur wissen, ob ich zu meinem Mann kann. Tut mir leid, Frau Bartusch, es geht im Moment nicht. Warum durchsuchen Sie unsere Werkstatt? Warum machen Sie das? Glauben Sie, wir merken das nicht? Frau Bartusch, wir werden hier nicht mit Ihnen darüber diskutieren, was wir tun oder lassen sollen. Ja, anklopfen gilt wohl nicht für Sie. Oh, ja, jetzt wird's ernst. Oder was soll der Aufmarsch? Herr Bartusch, wir kennen jetzt ein paar Gründe, warum Sie tatsächlich Fuhrmann erschossen haben können. Gründe gibt's mehr als genug. Ihr Alibi mit den drei Kneipen, in denen Sie da angeblich waren, das ist ja gleich null. Ja. Und einer der entscheidenden Gründe, warum wir glauben, dass Sie Fuhrmann erschossen haben, ist Ihre Tochter. Was hat meine Tochter damit zu tun? Na, sie hat Ihnen erzählt, dass sie mit Fuhrmann geschlafen hat. Lassen Sie meine Tochter da raus! Und das war zu viel. Nach der Waffe wird schon gesucht. Wie wär's denn mit einem Geständnis? Sie waren doch kurz davor gestern. Können Sie mich mit reinnehmen? Und es wird jetzt nicht gehen. Vielleicht doch. Hören Sie, machen Sie jetzt keine Dummheiten. Geben Sie mir die Waffe. Kann ich jetzt mit rein? Jetzt können Sie mit rein. Bitte. Was soll denn das? Bist du verrückt geworden? Die hat nichts damit zu tun. Hören Sie, die hat überhaupt nichts damit zu tun. Wir haben das Ölpapier gefunden, in das dieser Revolver eingewickelt war. Und wir haben die Munition dazu. Das Kaliber stimmt überein. Moment! Moment, Moment, ja! Jetzt hören Sie mal gut zu. Ich habe ihn erschossen. Papa.
Hör doch auf. So bringst du doch deine Welt auch nicht wieder in Ordnung. Ein Mord, den du gar nicht begangen hast. Die ist verrückt. Hören Sie, die ist verrückt. Ich wusste, wo der Revolver lag. Ich habe ihn mir geholt. Und die Maske auch. Dann habe ich bei Herrn Fuhrmann geklingelt. Und habe ihn mit 3 Schüssen getötet. Frau Bartusch, stehen Sie bitte auf. Sie sind vorläufig festgenommen wegen des Verdachts, Just Fuhrmann ermordet zu haben.